Die Wildnis Amerikas wird immer noch von einem großen und mächtigen Geist heimgesucht. Seine isolierten Methoden sind seit langem in Mythen und Geheimnisse gehüllt, das fast unmöglich ist, sie in der Natur zu beobachten. Berglöwen, manchmal auch Pumas, Panther oder Catamounts genannt, sind riesige Katzen, die in Amerika heimisch sind. Aber wie interagieren Pumas mit anderen Tieren? Wenn du das herausfinden willst, dann schau dir unseren Countdown mit 8 erstaunlichen Jagden auf Pumas und Berglöwen an. Nummer 8. Hund. Die beiden ringen miteinander, aber es dauert nicht lange, bis der Berglöwe den Hund an der Kehle hat und ihn erwürgt. Der Hund versucht verzweifelt zu entkommen, aber er kann nicht. Plötzlich steht der Berglöwe auf, als ob er ein Geräusch gehört hat und haut ab, wobei er den Hund zurücklässt. Ich vermute, der Besitzer des Hauses hat das Geräusch gehört und die Katze aufgescheucht. Ich bin mir sicher, dass er einige Verletzungen davongetragen hat, aber nichts, was ihn daran hindert, herumzulaufen. Dieser Mann war mit seinem Labrador wandern, als sie auf einen Puma stießen. Du kannst sehen, wie der Puma faucht und schnauft und der Hund ihn anstarrt und anbellt, obwohl er keine Chance gegen die Katze hätte. Der Mann schreit wie ein Verrückter, um die Katze zu verscheuchen, aber es klappt nicht. Die Katze hat Angst, aber sie bleibt da. Die Hunde bedrohen den Berglöwen und geben nicht eine Sekunde nach, obwohl die Katze gefährlich ist. Laut Dorfbewohnern soll der Puma das Haustier eines örtlichen Oligarchen sein, der in einer nahegelegenen Luxussiedlung lebt, in der viele Prominente wohnen. Während des Angriffs am frühen Morgen flüchtete der Kater und erschreckte die Anwohner. Er blieb anderthalb Stunden lang im Garten des Mannes, erschreckte seine Hunde und würgte einen von ihnen, bis Rettungskräfte ihn mit einem Beruhigungsmittel erschossen. Der Hund hat die Begegnung irgendwie überlebt, als ob der Puma nur mit ihm gespielt hätte, anstatt ihn wirklich zu töten. Das nächste Video ist kurz geschnitten, aber du kannst sehen, wie 4 Hunde einen Puma anbellen und einer der Hunde in die Fänge der Katze gerät. Du kannst den Hundeführer schreien hören, aber dann bricht das Video ab. Wir werden nicht erfahren, was passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass der Hund, der gestürzt ist, keine gute Zeit hatte. Nummer 7. Guanaco. Die kamelartigen Guanacos sind mit den anmutigen Guanacos verwandt. Sie leben in trockenem, offenem Land in den Bergen oder in den Ebenen Südamerikas. Die Menschen begannen, Guanacos zu domestizieren, um sie wegen ihres ruhigen Verhaltens als Lasttiere zu nutzen. Das Ergebnis ist das heutige Lama, das eine domestizierte Variante des Guanacos ist. In freier Wildbahn gibt es sie gar nicht. Pumas sind natürliche Raubtiere des Guanacos. Wenn sie sich bedroht fühlen, geben sie einen hohen, blökenden Laut von sich, der wie ein kurzes, spitzes Lachen klingt und den Rest der Herde alarmiert. Guanacos sind 3-mal so groß wie ein weiblicher Puma und werden bis zu 2 Meter hoch. Wird diese Mutter in der Lage sein, ihre Jungen zu füttern, wenn sie wachsen? Das Guanaco ist ein hartes Stück Arbeit. Es rennt immer wieder und stößt den Puma um, aber der Puma gibt nicht auf und seine Jungen versuchen zu helfen. Aber sie sind einfach zu klein und haben nicht die Fähigkeiten, um so große Beute zu erlegen. Er wiederholt diesen Vorgang immer wieder. Das ist nicht einfach, selbst wenn das Guanaco noch jung ist, denn es wiegt ziemlich viel, also muss der Puma zwischendurch Pausen machen. Als ob das Leben nicht schon schwierig genug wäre, müssen sich die Guanacos jetzt vor einem weiteren Raubtier in Acht nehmen. Dieser Puma stürzt sich auf das Guanaco, aber das Video ist kurz geschnitten und wir sehen nur, wie der Puma über das Guanaco fliegt und verschwindet. Was für ein erstaunlicher Anblick! Dieses Puma-Weibchen hat sich Zeit gelassen, um sich in die richtige Position zu bringen, um das zögerliche Guanaco anzugreifen und hat sich im perfekten Moment bewegt. Das garantiert dem Puma aber keine Nahrung. Das zeigt, wie groß und stark ein Guanaco ist und wie schwer es für Pumas ist, eine Mahlzeit zu bekommen. Nummer 6. Hirsch. Pumas sind obligate Fleischfresser, das heißt, sie können nur überleben, wenn sie lebende Beute fressen. In manchen Bundesstaaten sind Hirsche die Hauptnahrung der Pumas. Du kannst sehen, wie der Puma in unserem Thumbnail einen viel größeren Hirsch angreift, als er vermutlich bewältigen könnte. Aber der Hirsch scheint zu Boden zu fallen, also macht der Puma wohl etwas richtig. In diesem Archivfilm kannst du alte Aufnahmen einer seltenen Begegnung zwischen einem Berglöwen und einem Maultierhirsch sehen. Die beiden Tiere beobachten sich gegenseitig, während die Katze versucht herauszufinden, wie sie den Hirsch am besten erlegen kann, und der Hirsch denkt an Flucht. Aber wohin? Er erschrak, als er einen Berglöwen sah, der in die Luft sprang und auf dem Rücken des Bocks landete. Als sie näher kam, bemerkten sie ein Reh, das sich herumzog. Dann erkannten sie, was es dazu veranlasste, sich zu winden. Sie waren erschrocken, als sie diesen massiven Bock sahen und konnten nicht herausfinden, was er vorhatte. Schließlich kamen sie zum Stehen, weil er immer wieder auf die Straße und ans Ufer sprang. Sie wurden also langsamer und es dauerte nicht lange, bis sie bemerkten, was an seinem Hals baumelte, als sie anhielten. Es war ein Berglöwe, der versuchte, ihn zu fangen, aber der Bock war ziemlich stark und zerrte die Katze durch die Gegend, bis sie fliehen konnte. Als sie weg war, wurde klar, dass die Katze nicht besonders groß war und es ist erstaunlich, dass sie überhaupt so lange an dem großen Bock festhalten konnte. Nummer 5. Bär.
Pumas sind häufig die Verlierer, wenn sich ihre Jagdgebiete mit denen anderer großer Raubtiere wie Wölfe, Bären und Jaguare überschneiden. Ein Puma greift einen Bären nicht an, es sei denn, er verteidigt sich selbst. Im besten Fall wird ein Puma Schwierigkeiten haben, sich gegen einen Bären zu verteidigen, geschweige denn ihn zu töten. Pumas sind territorial, wenn es um andere Pumas geht, aber nicht so mit Bären. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein Puma einen Bären angreift. Dieser kleine Bär kämpft gegen einen Berglöwen und der Kampf ist ausgeglichen, einfach weil der Bär nicht sehr groß ist. Ich meine, die Katze ist sogar größer als der Bär, was irgendwie seltsam ist. Der flauschige Puma stellt sich dem Bären entgegen und für einen Moment scheint er die Oberhand zu haben. Er stürzt sich auf den Bären und greift ihn brutal an, aber der Bär weicht nicht zurück. Diese Begegnung war ein ziemlich böses Erwachen für den Bären, aber die Katze scheint weitergezogen zu sein. Ein weiterer, hinterhältiger Angriff der Katze, aber dann legt sich der Puma vor dem Bären hin, fast wie ein verspieltes Kätzchen. War das alles nur Training, um sich in Jagdform zu halten? Schließlich geht die Katze weg und der schläfrige Bär zieht sich in die Höhle zurück. Dieser Puma greift einen Bären an und der Bär ist so aufgebracht, dass er lauthals brüllt, ohne die Katze wissen zu lassen, dass sie seine Ruhe gestört hat. Dieser Schwarzbär stellt sich vor den Puma und geht immer weiter auf die Katze zu, während diese zurückweicht. Als der Kampf ausbricht, verteidigt sich die Katze und als der Bär zu überwältigend wird, macht sich die Katze aus dem Staub. Dieser Berglöwe jagt den kleinen Bären auf einen Baum und springt so hoch, dass er den Bären zu Boden fallen lässt. Sobald beide Tiere auf dem Boden sind, nimmt der Bär den Kampf mit dem Berglöwen auf. Die Angriffe sind brutal und der junge Kater merkt bald, dass der Bär mehr ist, als er bewältigen kann. Wenn ein Bär versucht, seine Jungen anzugreifen, schau dir an, wie dieser prächtige Puma ihnen zu Hilfe kommt. Der Puma stürzt sich auf den Bären und zwingt ihn zu fliehen. Da der Bär nicht besonders groß ist, braucht er nicht viel, um seine Meinung zu ändern. Selbst wenn es darum geht, es mit einem riesigen Grizzly aufzunehmen, schreckt deine Puma-Mutter nicht vor einem Kampf zurück, wenn es darum geht, ihren Nachwuchs zu schützen. Nummer 4. Katze. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sehen würde, aber ein Puma greift eine Hauskatze in einem Wohngebiet an. Wie kann das passieren? Ich habe Mitleid mit der Katze, aber der Puma folgt nur seinem Instinkt. Wenn sich ein Berglöwe einem Fenster nähert, bemerkt er eine Hauskatze. Das tapfere Kätzchen scheint unbeeindruckt zu sein und dreht dem Löwen sogar den Rücken zu. Als der Löwe hört, wie sich Menschen im Hintergrund unterhalten, beschließt er zu gehen. Der Berglöwe ist wunderschön und sein Anblick ist faszinierend. Dieser Puma beschließt, mitten im Winter einen Luchs zu schikanieren. Luchse sind kleiner als Pumas, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Nummer 3. Waschbären. Wenn sie die Gelegenheit haben, jagen Rotluchse, Berglöwe und Pumas Waschbären. Diese riesigen Raubtiere können sowohl junge als auch erwachsene Waschbären fressen, was dazu beiträgt, die Waschbärpopulation in Schach zu halten. Dieser riesige Berglöwe stürmt eine Waschbärenparty und schnappt sich einen der Waschbären. Natürlich ist der Waschbär dem Berglöwen nicht gewachsen, aber das Gekreische und Geschrei weckt die Familie auf und erschreckt die Großkatze. Das führt dazu, dass die Katze den Waschbären fallen lässt. Und ich bin sicher, dass du denkst, hey, der Waschbär würde schon den Bär nicht herausschaffen. Aber wenn du dir den Waschbären ansiehst, ist er völlig verwirrt und sieht fast so aus, als hätte er gerade eine Kiste Bier getrunken. In dieser Gegend wurde schon mehr als ein Berglöwe gesichtet. Also würde ich sicherstellen, dass alle meine Zäune verschlossen sind, wenn ich in dieser Gegend wohnen würde. Dieser Puma tötet problemlos einen Waschbären auf der Straße und trägt ihn anschließend von der Straße weg. Einen Waschbären zu töten ist für einen Puma wie eine Maus zu töten für eine Hauskatze. Dieser Puma schnappt sich einen Waschbären und rennt mit ihm im Maul davon, weil er Angst hat, von einer Person erwischt zu werden, die ihn anschreit. Dieser Berglöwe jagt die Waschbären auf einen Baum und schafft es, den letzten Waschbären, der auf den Baum hinaufklettert, zu schnappen und mit ihm wegzurennen. Nummer 2. Elch. Berglöwen sind sicherlich die gefährlichsten Elchjäger in den Wäldern, aber ihre Auswirkungen auf die Beutetierpopulation sind in der Regel gering, da sie sich über ein weites Gebiet verteilen. Es kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wie wichtig es ist, über eine engagierte und effektive Basis von Löwenjägern zu verfügen. Schau dir an, wie sich ein Puma an ein Elchkalb heranschleicht und es tötet. Später entdeckt ein Mann den Kadaver des Kalbes nur 4,6 Meter bergab von der Stelle, an der der Puma es gefangen hatte. Du kannst den Puma in Zeitlupe sehen, wie er den Elch im Hintergrund jagt. Sieh dir an, wie der Puma einen Elch mit einem plötzlichen Ausbruch von Geschwindigkeit und Kraft angreift und tötet, indem er den Elch erschlägt. Du kannst das Geräusch hören, das er macht, wenn der Puma mit dem Elch zusammenstößt. Nummer 1. Amerikanischer Dachs und andere Feinde. Es gibt nur wenige Tiere, die dem amerikanischen Dachs etwas anhaben können.
Dachse sind kleine Tiere, die selbst bei den größten Männchen nicht mehr als 13 Kilogramm wiegen. Mit ihren muskulösen Kiefern, scharfen Reißzähnen, langen, scharfen Krallen und starken Duftdrüsen sind sie rücksichtslose Gegner. Außerdem haben Dachse ein locker sitzendes Fell, das es Raubtieren schwer macht, sie zu fassen. Dachse sind schwer zu beißen oder zu kratzen und können sich fast von selbst umdrehen. Pumas verlassen sich bei der Jagd viel mehr auf ihr Seh- und Hörvermögen als auf ihren Geruchssinn. Sie machen 2 oder 3 große Sprünge auf ihr Ziel zu, bevor sie blitzschnell zuschlagen und es treffen. Kleinere Beutetiere wie Maultierhirschkitze sterben an gebrochenen Hälsen, während große Beutetiere wie Elchkälber und Elche an Erstickung sterben. In unserem ersten Video springt ein Puma einen Dachs an. Du kannst sehen, dass der Dachs etwa so groß ist wie ein Waschbär, aber der Puma hat es viel schwerer, ihn zu überwältigen. Dieser amerikanische Dachs ist schön pummelig und schickt den Puma auf seinen Weg. Der Puma ist eher schüchtern und lässt sich nicht allzu sehr beeindrucken. Dieser Puma trifft auf einen Jaguar und es kommt zu einem Kampf. Der Kampf ist heftig und beide Katzen fallen übereinander her und werfen reihenweise Hiebe und Aufwärtshiebe. Der Jaguar flieht, als er hört, dass seine Mama ihn zum Abendessen ruft. Faultiere denken, sie sind sicher, wenn sie hoch oben in den Bäumen sitzen. Aber dieser Puma hat kein Problem damit, auf diesen Baum zu klettern und sich das Faultier zu schnappen. Das Faultier versucht, sich an dem Baum festzuhalten, aber der Puma ist zu stark. Dieser Bär geht angeln und fängt schließlich eine Ente. Die Ente wehrt sich, aber der Puma macht es schnell und schmerzlos. Eine Gruppe von Campern in den kanadischen Wäldern hat eine bemerkenswerte Begegnung mit ihren Handys festgehalten. Der Puma hält den Wolf fest, bis er erstickt und stirbt. Dieser Berglöwe versucht, die Ziege zu jagen, aber die Ziege treibt die Katze in die Enge. Auf sicherem Boden kämpft die Ziege mit allen Mitteln um den Sieg.